Hallo und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute mal wieder zu einem neuen Haltungsbericht meiner Campronotus Nicobarensis. Und da gibt es heute so ein paar kleine Zusatzinfos dazu. Also lasst euch überraschen und dann fangen wir gleich mal an. Der lateinische Name der Art ist Campronotus CF Nicobarensis. Dort gehören sie der Unterfamilie Formicina, also der Schuppenameise und den Tribus Campronotini an. Die Haltungsbedingungen sind recht einfach, deswegen die Art auch für Anfänger geeignet ist. Nur halt mit höheren Ansprüchen an das Klima. Die Verbreitung ist nämlich Südostasien. Dort kommt sie in Halbwüsten und Steppengebieten an. Die Kolonieform ist monogyn, das heißt, dass die Kolonie mehrere Königinnen besitzen kann. Die Königinnengröße ist 15 bis 16 mm und sie hat eine Färbung von rot bis dunkelrotbraun. Das Alter der Königin kann 25 Jahre betragen. Und die Arbeiterinnen werden 6 bis 12 mm groß. Die Farbe ist dann auch eher so rotbraun bis dunkelbraun. Die Männchen hingegen sind 10 mm groß und haben als Besonderheit die Farbe schwarz. Wie bei den meisten Männchenarten der Ameisen. So, dann machen wir auch weiter. Die Nahrung ist zum Beispiel Zuckerwasser, Fliegen, Spinnen und andere Insekten. Sowie auch Früchte. Die Luftfeuchtigkeit in der Arena sollte 30 bis 50% betragen. Im Messbereich ist da eher 50 bis 70 Prozent besser. Die Temperatur in der Arena sollte 21 bis 35 Grad betragen und im Nestbereich 24 bis 28 Grad. Sie halten keine Winterruhe, aber es kann vorkommen, dass sie eine Diapause halten. Das heißt, dass sie die Eier und Entwicklungszeiten der Brut zurückschrauben und die Arbeiterin sich selbst auch nicht mehr so fit bewegen. Das ist nicht schlimm, weil dann können die sich auch etwas besser nach dieser Pause weiterentwickeln. Sie nisten zum Beispiel in Holz, aber ab und zu kommen auch Erdnester vor. Die Formikanart, in der ihr sie halten könnt, ist zum Beispiel Farm, Jütung oder Gips. Die Campronotus CF Nicobarensis ist eine sich schnell entwickelnde Campronotus-Art. Hingegen zu anderen Campronotus-Arten, wie zum Beispiel Campronotus Lignipertus und Campronotus Herculeanus, weil diese Arten sind etwas größer als Campronotus Nicobarensis und deswegen auch langsamer in der Entwicklungszeit. Die Art kann auch über längeren Zeitraum in einer Zimmertemperatur gehalten werden, jedoch beschränkt dies die Entwicklungszeit der Brut. Bei normalen Bedingungen dauert die Entwicklungszeit von Ei bis zur Arbeiterin etwa 28 Tage, wobei dies bei einer wärmeren Temperatur gesteigert werden kann. Der Schwarmflug ist mit Beginn der Regenzeit und die Gründung erfolgt klaustral. Das heißt, dass die Königin zur Gründung kein Futter braucht. Die Koloniegröße beträgt dabei auch mehrere tausend Tiere. So, und jetzt wollen wir uns nicht länger die langweilige Arena anschauen, da ist sowieso gerade nichts los und dann schwenken wir jetzt sofort zu meiner eigenen Kolonie rüber. So, da sind wir schon auch bei meiner kleinen Kolonie und dann entferne ich jetzt mal den Thermometer und die Fotofolie. Wir haben hier 25 Grad drin. So, ein kleiner wilder Haufen, wie man hier sieht. Und da kommt die Königin zum Vorschein unten. Zoom mal ran. Ich habe letztens mal gezählt. Das letzte Mal, als ich gezählt habe, waren es um die 40 Arbeiterinnen. Drei oder vier sitzen im Schlauch wahrscheinlich gerade, um den Nesteingang zu bewachen. Also nicht hier, sondern an der Arena, der Schlauch. Und wie man sehen kann, sehr viele Futterreste. Man sieht ja auch die ein oder andere große Puppe. Hier sehen wir gerade eine frisch verpuppte Larve. Man sieht noch, dass sie noch gar nicht so lange verpuppt ist. Da sie noch, wenn man noch ein bisschen die Segmente sehen kann. Ja, und jetzt will ich sie auch nicht länger stören. Man kann auf jeden Fall Larven, Eier und Brut in allen Stadien erkennen. Das auf jeden Fall. Und man kann auch einige Arbeiterinnen mit einer gewissen Färbung erkennen. Zum Beispiel direkt hier die vorne. Die ist schon schön orange
gefärbt. Ein paar Arbeiterinnen verstecken sich auch unter der Brut. Ja. Und dann hänge ich gleich noch ein paar kleine Videos an, da ich keine Makrolinse zur Verfügung habe. Benutze ich ab und zu diese Lupe hier. Ich halte mich hier so drauf. Dadurch kann man die Arbeiterinnen gut erkennen. Dadurch sind sie auch sehr gut größer und man kann zum Beispiel Schädlinge wie Milben gut erkennen. Da das eine Caponotus-Art ist, brauche ich die jetzt nicht unbedingt zu bewässern. Die können das bei einer größeren Kolonie auch ganz gut selber machen. Ich bewässere aber gerne ab und zu, weil die es einfach lieber mögen und sich auch oft an den Teil des Nestes aufhalten, wo es etwas feuchter ist. Ich habe jetzt aber schon seit ein, zwei Wochen nicht mehr befeuchtet. Vielleicht befeuchte ich ihn in 2 Wochen mal wieder. Und wie gesagt, ihr seht jetzt ein paar kleine Videos, wie vergrößerten Ameisen zum Beispiel an der Tränke sind oder in der Arena rumlaufen. Viel Spaß!